Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit dem neuen Pickup Triple Shock. Obwohl genau genommen ist es ein Comeback. Denn Pickup Triple Shock gab es schon im Jahre 2014. Ich wollte gerade sagen, da habe ich noch nicht gelebt. Doch, da habe ich schon gelebt, aber da gab es noch keinen Junkfood Guru auf YouTube. Und jetzt im Jahre 2019 ist Pickup Triple Shock zurückgekehrt. Bereits im letzten Jahr. Im Januar hat es ein kleines Mini-Comeback gefeiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab ja diese leckere Pick-Up-Mini-Mischung und da war auch schon Pick-Up-Triple-Shock dabei. Und damals habe ich mich schon gefragt, Mensch, wäre das nicht geil, wenn Triple-Shock zurückkehrt? Und es ist zurückgekehrt. Ich habe es mir heute gekauft im Real. 5 Stück für 1,39 Euro im Angebot, unbezahlte Werbung. Aber gibt es da gerade im Prospekt, deswegen dachte ich praktisch. Triple-Shock wird jetzt gegönnt, auch noch im Angebot. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Das heißt auch deswegen Triple Shock übrigens, es heißt auch deswegen Triple Shock à la dreifach Schokolade, wegen Schokokeks, natürlich Schokolade zwischen den beiden Keksen und dann nochmal ein flüssiger Schokokern. Ist das nicht spannend? Ein Riegel, habe ich gerade mathematisch für euch ausgerechnet, ich weiß nicht, ob man noch anders rechnen kann, hat 137 Kalorien. Das habe ich ausgerechnet, weil hier hinten drauf steht, 100 Gramm haben 491 Kalorien. Habe ich das so mit meinen alten Mathekenntnissen hier rausbekommen. Ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt, denn hier geht es um Gönnung und Genuss und nicht um irgendwelche Kalorienzieher oder sowas. Nee, wir wollen mal wissen, wie der so schmeckt. Jetzt ist mir hier schon zerbrochen an der Seite, aber der sieht richtig lecker aus. Und der riecht schon so richtig geil schokoladig, ihr Lieben. Oh. Schoki trifft auf Schoki auf Schoki. Tolle Kombination. Ich muss euch den mal in Großaufnahme zeigen, damit ihr auch den flüssigen Schokokern seht, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Und heute arbeite ich mit Spezialeffekt quasi mit dem Kamerablitz hier, damit ihr auch diese Schokofüllung sehr gut sehen könnt. Denn dunkel und dunkel und dunkel ist nicht so der ideale Kontrast zum Film. Aber ihr seht ja eindeutig die flüssige Schokokernfüllung. Yummy! Und das sieht nicht nur lecker aus, das schmeckt auch lecker. Auf meiner Punkteskala gibt es heute für das Pickup Schoko, dreifach Schoko, Triple Choc, gibt es stolze 9 Guru-Punkte. Schokoladig, sehr, sehr lecker. Mein Lieblings-Pickup ist übrigens das Milch und Schock. Finde ich super lecker. Das ist mein Lieblings-Pickup, das ist deswegen auch bei 10 Punkten. Das ist aber auch wirklich schokoladig saugeil geworden. Dann gibt es ja auch noch Pickup Black and White, Pickup Normal, Pickup Karamell. Gab es auch mal, gibt es das noch? Weiß ich gar nicht, ob es das aktuell noch gibt. Und welches Pickup würdet ihr euch mal gerne wünschen? Ich habe mal gerade so ein bisschen für mich selber rumgesponnen hier und gedacht so, so ein Pickup Salted Caramel. Das wäre doch mal geil, oder? Habt ihr auch Pickup-Ideen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das Triple Shock hier zum ersten Mal in dieser großen Version probiert, finde ich super gut gelungen. 9 Punkte dafür. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!